Rückblick: Juli 2015. Mehrere hundert Personen feiern auf dem wiederbesetzten Binz-Areal des Zürich-Wiedeken eine Open-Air-Party. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort, greift aber nicht ein, weil die Gefahr, dass die Situation eskaliert, zu gross ist. Was zurückbleibt nach 3 Tagen Party, sind 7 Tonnen Abfall. Die das Fest hier gemacht haben, die haben eigentlich gesagt, sie dürfen das Gelände sauber hinterlassen, aufgrund hinterlassen. Das haben sie leider nicht gemacht. Und darum hat die Stadt müssen das machen. Und das sind Kosten entstanden. Und die wollen wir nicht einfach so übernehmen. Schon im Jahr 2013, als die Besitzer das Areal zum ersten Mal verlassen haben, hat die Baudirektion die Entsorgungskosten von rund 150'000 Franken den Aktivisten in Rechnung stellen. Ohne Erfolg. Man hat den Abfall keine Personen können zuweisen. Bei diesem Einsatz ist es so, dass der Stadtrat Lüttenegger darauf bestanden hat, dass man Personalien festhalten, dass man weiss, wer da überhaupt war. Und dass man jetzt versucht, die Forderung bei diesen Leuten umzusetzen. Ob das gelingt oder nicht, das können wir natürlich nicht garantieren, aber man muss es sicher versuchen. Die Forderung an Besitzer wird in die Strafanzeige integriert, die der Kanton noch während der Veranstaltung in den Weg geleitet hat. Dass man Täter zur Rechenschaft ziehen will, kommt bei den Zürcher Politikern gut an. Also wir haben schon immer die Erwartungen an die Demonstranten von damals gehabt, dass sie das Gelände aufgeräumt verlassen. Dem sind sie jetzt nicht angekommen und darum müssen sie auch die Kosten wohl oder übel tragen. Ich bin überzeugt, dass das so, wie es jetzt angedenkt ist, mit diesen Beweisen und den Namen, die man hat, dass das funktioniert, dass die Kosten müssen übernehmen müssen. Übrigens ist das ja bei jedem Privaten irgendwann Fest auch so, dass wenn er Abfall hinterlässt, kommt im Nachhinein die Rechnung über. Das Binz-Areal war bis zur Räumung im Jahr 2013 7 Jahre lang besetzt. Damit soll jetzt endgültig Schluss sein. Auf dem Areal sollen nämlich schon bald Studios für Studenten entstehen. Ein entsprechendes Baugesuch ist eingereicht worden.